Ja, das wären wohl so die letzten Schritte gewesen sein. Hier ist mein Bruder hochgelaufen, kam hier um die Ecke, wie ich eben auch, und wurde dann von allen Seiten so angegriffen, dass er hier rückwärts vom Bahnsteig gefallen ist, mit dem Kopf aufgeschlagen und dann eben dort lag. Dann sind zwei Beamten ihm nachgejagt und sind hier aufs Gleisbett nachgesprungen und haben einer auf seinem Bauchknie, der andere nebendran, und haben eben die Pistole gezogen. Großes Interesse am Theater. Er war damals auch Statist gewesen am Wiesbadener Theater, wo ich auch Statist gewesen war. Er hatte mit Sicherheit ein schauspielerisches Talent und es wäre vielleicht vernünftig gewesen, wenn er zur rechten Zeit die Schauspielschule besucht hätte. Ja, Wiesbaden ist ja Armeestützpunkt der Amerikaner. Wiesbaden-Erbenheim ist einer der größten Flughäfen außerhalb der USA. Und der Vietnamkrieg war sozusagen vor der Haustür erlebbar. Also ich musste beispielsweise nicht sehr weit laufen von der Wohnung meiner Eltern, um zu sehen, wie eben Maschinen von Wiesbaden-Erbenheim gestartet sind. Damals haben wir schon in der Grabenstraße gewohnt, also der Gax, Gerd und ich. Und es war einfach ja, eine schöne Zeit. Das ist so eine Zeit, von der ich vorher in meiner politischen Laufbahn geträumt habe. Also dass man intensiv politisch diskutiert und auch die ganzen menschlichen Aspekte alles mit reingespielt hat. War eine Nähe oder eine Intensität, wie ich sie eigentlich davor und danach nie wieder erlebt habe, mit einer Nähe mit anderen Menschen. Und das ist mit ein Grund, warum mir das so viel bedeutet mit Gax, warum mir die Freundschaft mit Gax so viel bedeutet. Thank you.
Frankfurter Polizeipräsident Müller lobte die Polizei dafür, nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht zu haben. Alle Voraussetzungen dafür seien bei der Straßenschlacht gegeben gewesen. Augenzeugen berichteten von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Gags mir in der Situation sehr beigestanden hat, weil ich doch ziemlich Angst hatte, weil das für mich das erste Mal so eine harte Konfrontation war. Und der Gags das eigentlich relativ gelassen genommen hat. Überlegen Sie sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation befreien? Es gibt keine Chance. Die einzige Chance, dass Sie auf die Unkeit haben, ist, Wer steht hier? Angefangen hat er eigentlich, muss ich sagen, mit den Gefangenen besuchen. Er hat Freunde gehabt, die sind inhaftiert gewesen und die hat er besucht im Knast. Und denen ging es so schlecht. Ein ganz wichtiger Punkt waren die politischen Gefangenen. Die Haftbedingungen der politischen Gefangenen, das ging ziemlich schnell darum, dass die unmenschlich sind, dass das isolationshaft ist, dass es aber auch gar kein rechtsstaatliches Verfahren in dem Sinn gibt, dass alle normalen Bedingungen da außer Kraft gesetzt sind. Ich glaube, es war